Hallo Pferdefreunde. Ja, ihr seht es schon, wir haben hier wieder die Kiste dabei. Und diejenigen unter euch, die schon mal ein bisschen in unsere Videos reingeschaut haben, die kennen die vielleicht schon, die Kiste. Und zwar geht es heute ums Kutschefahren. Wir sind schon etwas nervös, weil wir werden heute das erste Mal die richtige Kutsche ausprobieren, gell? Mhm. Ja, und schauen wir mal, wie Sternstoppe das macht. Wir werden das in der Halle machen und wir freuen uns, dass ihr wieder beim Video mit dabei seid. Ja, heute haben wir so gedacht, dass wir die Sternschnuppe erst noch mal ganz gewohnt in der Halle longieren mit dem Reifen oder ziehen lassen mit dem Reifen, damit sie sozusagen ganz am Anfang erstmal mit dem anfängt, was sie schon kennt. Und der Reifen ist auch relativ schwer, der ist fast ein bisschen schwerer als die Kutsche. Und ja, und deswegen ist der Grund, warum wir erst noch mal mit dem Reifen anfangen und dann auf die Kutsche rüber wechseln. Ein paar Sachen an der Kutsche werden wir euch dann noch erklären, wie man was genau macht und wo es zum Beispiel auch eine Gabel zu finden gibt, weil bei der Kutsche gibt es eine Gabel und verschiedene andere Dinge und die zeigen wir euch auch. Damit Sternschnuppe die richtige Einstimmung bekommt, kriegt sie erstmal die wohlverdiente Streicheleinheit, ne? Ja. So, die Kutsche wird in die Halle gebracht. Ja. Wir üben heute das erste Mal mit der Kutsche in der Halle und als erstes nehmen wir wie immer unseren Reifen, einfach einmal kurz nochmal vor der Kutsche zum Üben und danach wird die Mami auf die Kutsche steigen und ja, versuchen mal ein bisschen Kutsche zu fahren. Erzähl mal nicht so einen Quatsch, als erstes ziehen wir nochmal den Reifen. So ihr Lieben, ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch zeige, wo es eine Gabel gibt. Und die Gabel an der Kutsche ist deutlich größer als die S-Gabel, die ihr so kennt. Und das nennt man hier diese beiden Stangen. Das ist die Gabel und die ist bei uns unabhängig voneinander herunterklappbar, was ganz praktisch ist. Da seht ihr jetzt hier noch die Zugstränge, weil an der Gabel zieht das Pferd nicht, was viele denken würden. Ziehen tut das Pferd immer an diesen Zugsträngen. Und die Gabel ist nur dafür da, dass das Pferd die Richtung lenken kann. Musik.
Jetzt dürft ihr live zuschauen, wie sie das erste Mal an die Kutsche angespannt wird. Und läuft und seid. Euch hat das Video gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao!